Mein Fußballverein, das ist der einzige wahre. Mein Bundesland, das ist das Schönste. Und Deutschland muss sich klar abgrenzen von anderen Ländern. Guten Morgen! Ich habe einmal vor ein paar Jahren in dem Örtchen Morgenröte-Rautenkranz im Vogtland interessante Gedanken gehört von einem Menschen, der sich tatsächlich über die Menschheit erhoben hat. Sigmund Jähn, erster deutscher Kosmonaut im Weltall. Unbestritten ist unser Denken immer dem Horizont angepasst, den wir erkennen. Bei manch einem geht dieser Horizont bis zum Aldi, bei manch einem bis zur eigenen Arbeitsstätte, dem Fußballstadion, dem eigenen Land oder dem eigenen Kontinent. Die wenigsten sehen sich als Weltenbürger und spüren eine identische Verbindung mit einem Amerikaner, Afrikaner oder Asiaten wie mit einem Deutschen. Warum? Weil ihnen einfach die Möglichkeit fehlt, über den Horizont hinaus zu blicken. Ist das ungewöhnlich? Nein, natürlich nicht. So wie wir aufwachsen, unsere Konditionierung, die unterstützt uns an allen Ecken und Enden, da wirklich eine klare Abgrenzung und eine Kultur zu leben. Ne? Und wir lernen eine Identifikation mit Formen, mit Strukturen und eben mit Glaubenssätzen. Nichts anderes ist die Kultur. Es gibt richtig und es gibt falsch. Es gibt gut und es gibt böse. Und eben wir und die anderen. Da unser Horizont begrenzt, erst einmal physisch begrenzt ist. Aber Sigmund Jähn hatte die einmalige Chance, als erster Deutscher ins All geschossen zu werden. Und als sich sein Horizont physisch erweitert hat und er die ganze Welt erblickte, da kamen ihm Fragen und damit einhergehende Erkenntnisse in seine Bewusstheit. Er erblickte die Erde unter ihm. Und da sieht man keine Ländergrenzen, keine Kulturen und keine vom Menschen künstlich abgegrenzten Dinge. Da gibt es nur die Erde mit all seinen Bergen, mit seinen Landschaften, mit seinen Meeren. Und ihm fiel es da wie Schuppen von den Augen, weil sein Horizont geweitet wurde. Wie dumm die Menschen doch sind, sich wegen irgendwelchen selbst erdachten Grenzen die Köpfe einzuschlagen und sich zu streiten, anstatt einfach nur als Mensch gemeinsam zu leben und sich zu unterstützen. Wie lächerlich wirkt da ein peruanischer, rumänischer oder deutscher Nationalsozialist, wenn man mit einem derartig großen physischen Horizont um die Erde kreist. Sigmund Jähn beschrieb die Zeit im All als ganz klare Zeit, als ganz großen Schritt in seiner persönlichen Weiterentwicklung. Und bei der Weite des erlebten Horizonts verwundert das kaum. Aber müssen wir wirklich ins All fliegen, um unseren Horizont zu erweitern? Nein. Die Kraft der Vorstellung und der Gedanken, die ist, wie wir alle wissen, unglaublich machtvoll. Man kann die Genesung bei Krankheiten unterstützen. Man kann sich augenblicklich glücklicher fühlen und man kann durch neue Sichtweisen auch seine Lebensqualität dauerhaft steigern. Und da kommen wir zum Punkt. Wir können eben auch nicht nur physisch, sondern auch psychisch, also geistig, unseren Horizont erweitern. Wir müssen nicht wie Sigmund Jähn in den Weltraum fliegen. Wir können durch Abstraktion, durch Aufdeckung von Konditionierung und Intelligenz unseren Horizont erweitern. Wir müssen nicht beim Aldi oder bei Ländergrenzen stehen bleiben. Wir können uns erheben und die Wahrheit erkennen und spüren. Wir sind Menschen. Wir sind ein Lebewesen auf der Erde. Wir brauchen nicht einander zu bekriegen und selbsterdachte Kulturen oder Ländergrenzen zu verteidigen. Wir sind alle Menschen. Es ist so einfach. Aber aufgrund der Begrenztheit unseres Horizontes, für viele ist dieses einfach nicht zu erkennen, nicht zu begreifen. Das übersteigt den Horizont. Einige von euch werden auch nach dem Video nicht in der Lage sein, sich über ihre eigene Welt, quasi diese künstliche Welt, in der sie aufgewachsen sind, zu erheben. Sie sind damit zufrieden und sie identifizieren sich damit, komme was wolle. Aber all diejenigen, die die geistigen Kapazitäten haben, ihren eigenen Horizont zu erweitern, so wie Sigmund Jähn seinen Horizont durch die Reise ins All erweitern konnte, die möchte ich in diesem Video dazu animieren, weiter daran zu arbeiten und die Öffnung des Geistes voranzutreiben. Das ist
geistige Evolution, das ist ein Voranschreiten auf der Zeitachse der menschlichen Rasse. Wir sind alle Menschen. Lasst uns lieben und aufhören, irgendwelche selbsterdachten Grenzen zu kreieren und zu pflegen. Lasst uns helfen und näher zusammenrücken. Lasst uns von mir aus auch mal spielerisch in den Wettstreit treten, aber immer mit Liebe und mit Freude. Lasst uns und lasst auch andere Menschen die Existenz als Mensch als einmaligen Genuss wahrnehmen und uns nicht gegenseitig bekämpfen und uns hassen. Wir sind Menschen, wir alle. Ich liebe euch.